dich wirklich total süß finde. Ich sollte mehr trainieren. Du meinst, anfangen. Henry, na los, rette mich! Ja doch, deswegen bin ich hier. Deswegen mache ich auch Sport. Halt die Klappe, Löwe! Ich bin hier gerade beschäftigt. Oh, Gott sei Dank. Es war nur ein Traum. Was war nur ein Traum? Lippen! Wie bitte? Du träumst von Lippen? Riesenlippen, nicht deine, die mich durch einen Flur voll Popcorn jagen. Du warst nicht da, lass mich in Ruhe. In deinem Gesicht ist ein Handy. Da mache ich mein Handy hin, wenn ich schlafe. Wo willst du denn hin? Ich will es mit Zunge. Ich will frische Luft für die Lunge. Ich küsse dich nachher. Hm? Ich meine, ich sehe dich nachher. Wo ist denn nur der Fahrstuhl? Hallo, Charlotte. Welche Biene hat dich denn gestochen? Gar keine. Niemand. Alles gut. Der Fahrstuhl ist irgendwie weg. Was? Wo ist er denn jetzt? Etwa 79 Stockwerke weiter unten. Oh mein Gott! Ich hab dich. Nur keine Angst. Bereit, aufs Dach zu gehen? Ja, nur noch eine Sekunde. Okay, aber wir sollten nicht trödeln. Jetzt bitte alle die Klappe halten. Wartet, wenn ich jetzt die Tür aufmache, dann müsst ihr alle lachen, als wenn ich was Witziges erzählt hätte, okay? Also los, witzig, witzig. Hey, Bettina. Hi, Jester. Oh, na komm rein, komm rein. Du bist ein lustiger Kerl, Jester. Das ist ja ein wunderschönes Haus. Danke. Okay. Du siehst super toll aus. Oh, danke schön. Damit meinte sie mich. Ach, Piper, ich wünschte wirklich, ich könnte dieses Kleid live auf der Bühne sehen. Na, dann mach's doch. Wir gehen einfach zusammen hin. Jetzt fahr mal ein bisschen runter. Jasper, ich würde so gern mit dir dahin gehen. Das wäre schön. Hey, mach weiter, es läuft. Sanitäterin ungefähr so groß wie ich, was meinen Sie? Ja. Und? Augenblick. Ich würde Ihnen gerne zeigen, was hinter der Tür ist. Ist gut. Okay. Oh Mann, was ist mit mir passiert? Was? Weißt du, du hast gerade ein paar Verletzungen, aber wir sind gerufen worden und wir bekommen dich schon wieder hin. Du gehörst zur Ambulanz? Aha, ja. Natürlich. Aber bist du nicht in meinem Alter? Naja, weißt du, ja, also ich bin im Junior-Ausbildungsprogramm, also... Cool. Danke. Wir können ja vielleicht mal irgendwann abhängen. Also abhängen kann ich sehr gut. Wow. Schon komisch, wie wir uns kennenlernen, oder? Finde ich auch. Ist das nicht ein Zufall? Du siehst halt wirklich toll aus. Und du hast die hübschesten Augen. Okay, ich werde mich dann wohl mal woanders hinstellen. Cool. Und willst du nächstes Jahr mit mir am Valentinstag ausgehen? Das Date steht. Warte.
Was? Du kannst mich nicht küssen. Ich bin doch hier mit Mitch. Ich wollte dich auch nicht küssen. Ich wollte dir in die Nase beißen. Ah. Hey! Du beißt meinem Date nicht in die Nase! Wo willst du hin? Tut mir leid. Wir müssen dich hier behalten, bis die Cops kommen. Wirklich? Ist das die Wahrheit? Was meinst du? Dann war also alles, was du zu mir gesagt hast, bloß eine Lüge? Wir mussten euch davon abhalten, dauernd gegen Gesetze zu verstoßen. Naja, als Schauspieler hast du es echt drauf. Denn die Küsse von dir. Also ich dachte, du magst das. Und du magst mich. Was soll das werden? Keine Ahnung, aber ich hoffe wirklich, du versuchst nicht zu fliehen, während ich mir diese coole Decke ansehe. Er ist also dein Freund? Das will ich ja mal hoffen. Um ihn zu sehen, habe ich gerade stundenlang in einem Bus gesessen. Ich habe 20% von dem Ticket gezahlt. Wieso? Bist du nicht schon früher mal in 12 View gewesen? Weil ich in meinem Haus kein Gästezimmer habe. Und als Charlotte gesagt hat, Courtney kann bei ihr wohnen, habe ich sie eingeladen. Aber ich wusste nicht, dass sie echt ist. Und ob sie das ist? Willst du sie anfassen? Nein! Dann rufe ich schnell meine Mom an und sag, dass ihr beide kommt. Toll! Super! Hey, warte hier. Ich werde mal die Jungs suchen. Dann bringe ich sie her und zeig ihnen, dass du wirklich existierst. Hey, Jungs! Wow, du bist ein tolles Mädchen. Jasper hat echt Glück. Danke. Er erzählt auch nur Gutes über dich und Charlotte. Naja, Jasper ist mein bester Freund seit der Ewigkeit und er liebt Charlotte. Ja, wie meinst du das? Hä? Du hast gesagt, Jasper liebt Charlotte. Ja, weißt du, sie sind wie... Oh, nein, warte, ich hab nicht gemeint, er liebt sie. Und sind hier noch mehr Mädchen, die Jasper liebt, Henry? Nein, nur Charlotte. Na toll, dann ist es wahr, er liebt sie. Nein, sie stehen sich bloß nah, weißt du? Oh mein Gott! Hi. Also, ich hab mit meiner Mom telefoniert. Sie sagt, kein Problem. Gut. Na schön. Ich weiß, was ich zu tun hab. Was? Ich gehe jetzt zu Bianca und dann werde ich ihr sagen, dass ich sie mag. Gut, tu das. Aber hallo. Gleich nachdem du diesem Waldog-Mädchen gesagt hast, dass du sie nicht mehr triffst. Was? Ich kann Veronica nicht sagen, dass ich sie nicht mehr treffe. Wieso nicht? Na, wenn ich das tue, dann versucht sie mich zu küssen und mein Verstand setzt aus. Okay, gib mir dein Handgelenk. Was willst du mit meinem... Au! Okay, ich hab nachgedacht. Über dich und mich. Hey, Chloe ist kalt. Und? Tja, weißt du, Bianca hat doch eine Jacke an. Oh, hier. Danke, Bi. Chloe, ich hab ihre Jacke. Beeil dich, bevor er noch was will. Okay. Es war falsch von mir zu sagen, dass ich nicht mit dir zusammen sein will, denn ich mag dich richtig gerne. Und ich wollte dich fragen, ob du beim Fleischball vielleicht mein Date sein möchtest. Die Jacke passt dir runter perfekt. Von meiner Veranda! Du willst wirklich mit mir zum Fleischball? Ja. Und findest du, das bedeutet, wir beide sind wieder ein Ding? Ich bin dein Ding, wenn du mein Ding bist. Wenn das so ist, sollen wir es offiziell machen? Sollten wir vielleicht. Okay. Los, wir updaten unseren Beziehungsstatus. Oh, ja, los. Hallie hat ihn davor bewahrt. Danke, Hallie. Dank nicht mir, sondern lieber Schwartz. Er hat mich immerhin erschaffen. Er ist ein Genie. Oh, ich glaube, das sagst du doch zu all deinen Programmierern. Nur wenn sie süß sind. Sieh doch mal. Schön geworden. Hey, das ist vielleicht ein bisschen verrückt, aber denkst du auch, dass Schwartz und... Dass er und Hayley zusammen sind? Ja. Hey,
Was geht ab, Joss? Ich war gerade auf dem Klo und hab eine Weile gebraucht. Das hört sich zwar eklig an, aber hat einen ganz normalen Grund. Kann jedem passieren. Und was war hier? Hä? Was verpasst? Wie geht's denn so? Was war? Du hast viel verpasst. Also ein tolles Armband zum Beispiel. Hab ich noch gesehen. Und meine Tasche wurde geklaut. Ach, das ist aber blöd. Mein Daddy ist jetzt wieder im Gefängnis. Happy Birthday? Ich weiß gar nicht deinen Namen. Ja, Hart. Henry Hart. Hört sich schräg an, wie du das sagst. Mhm. Wirklich schräg. Hey, ich war gerade über eine Stunde auf dem Klo. Hört sich zwar eklig an. Schon okay. Was will denn der Kerl? Alles gut, er ist nur meinetwegen da. Oh. Heute wird geklärt, wer jetzt das ehrenwerte Geschäft meines Vaters übernehmen soll. Ist denn das Geschäft deines Vaters wirklich ehrenwert? Was ich für Geschäfte mache, willst du nicht wissen.